Aber so hinlegen und der macht folgendes, ich mache hier zwei Gegenschläge, die Aluplatten und schleift das einfach wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich lerne schweißen. Als erstes grüße meine Abonnenten und alle anderen, die zuschauen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Zuallererst, ich bin keine gelernte Schweißfachkraft und versuche auch gerade mit Lehrgängen meine Schweißfähigkeiten zu verbessern. In diesem Video zeige ich euch, wie ich einen T-Winkel als Flachstahl geschweißt habe. Ich zeige euch den Aufbau, das Heften, die Killnaht und weil sich durch das Schweißen das alles recht verzogen hat, wie man das mit einer Gegenschweißung oder durch Anwärmen, wie ich das wieder gerichtet habe. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Anschauen. Hier seht ihr jetzt den Aufbau für die T-Winkelverschweißung. Hier eben mein Vierkantstahl, dass ich den unteren Flachstahl eben anliegen lassen kann und mit Zwingen fixieren. Dann wird der Flachstahl eben mit Zwingen fixiert ist, habe ich mir hier ein mit einem Höhenreißer das Maß 150 angerissen. Was ihr hier seht, das ist eine ausgemusterte Richtwasserwaage. Die eignet sich aber perfekt, um sowas eben, um diesen Stahl halt jetzt im rechten Winkel mit dem unteren zu heften und verschweißen. Ich werde drei Heftpunkte setzen, also einmal hier zwei und da unten einen. Wenn ich das habe, dann wird eben das Ganze aufgemacht, gedreht und der letzte Schweißpunkt gemacht. Nach dem Heften kontrollieren wir nochmal das Maß und schauen mal, ob alles im rechten Winkel ist. Dann kann ich die obere und die untere Naht machen, also diese hier, dass das schon mal dicht ist. Und dann kommt die zwei Kehlnähte eben, also die immer zum Schluss machen, weil die eben stärker ziehen. Und dann schauen wir mal, ob wir es noch richten müssen. Klasse. So sehen jetzt die Heftpunkte mit der RC-Elektrode aus. Nach dem Heften tue ich nochmal gerne die Maße kontrollieren, weil jetzt tue ich mir ziemlich leicht, wenn ich es jetzt quasi ein falsches Maß habe, mache ich die Heftpunkte auf und muss es neu anreißen und verheften. So, also ich brauche hier 150 mm. Das hat es, alles gut. Und bei der Gelegenheit nochmal mit Winkel, also Flach- oder H-Winkel, schauen, ob einfach der Winkel passt. Ja, das ist ganz gut. Wenn das jetzt nicht passt, dann machen wir folgendes. Das heißt, wo es halt nicht passt, dann stelle ich es halt so auf und das halt mit leichten Hammerschlägen eben in die entsprechende Richtung klopfen. Wenn das dann soweit alles passt, dann können wir es jetzt so hinlegen, indem wir oben und unten schon mal die kleinen Nähte schweißen, dann ist das schon mal dicht und dann kommen die Killnähte dran. Diese Schweißnaht und die Killnähte mache ich mit einer RR12 Elektrode. Die oberen schweiße ich mit 80 Ampere und die Killnähte werden dann eben mit 120 Ampere geschweißt. Ich erkläre euch kurz den Aufbau zum Killnahtschweißen. Hier habe ich zwei Aluplatten unten drunter gelegt. Erstens mal, dass die Schweißnaht eben vom Boden weg ist und die Aluplatten ziehen dann hier gleich auch die Abwärme weg, um eben einfach den Verzug zu vermindern. Hier habe ich noch meine Zwinge hingespannt. Das soll während des Schweißens verhindern, dass sich der Winkel in irgendeine Ecke zu stark biegt. Wie gesagt, nur verringern. Die Killnaht schweiße ich mit einer RR12 Elektrode mit 120 Ampere. Ich werde erst auf meinem Zündblech die Elektrode anzünden. Danach gehe ich hier eben hin, streiche an, mache erst einmal den langen Lichtbogen und dann gehe ich hier mit 30 Grad und hier mit 30 Grad die Elektrode eben andrücken. Also die darf sich ruhig schön durchbiegen, ziehe eben nach vorne und gehe dann nochmal über die Schweißnaht drüber, um eben einfach die Endkraterbildung zu minimieren. Und das mache ich auf beiden Seiten. Und dann schauen wir uns einmal an, wie die Schweißnähte werden.
Schauen wir uns die Killnähte mal nach dem Schweißen an. Hier habe ich eben diesen Knubbel. Das liegt daran, ich hätte länger den längeren Lichtbogen machen müssen und das Material ein bisschen schieben. Dann hätte das schon gepasst. Hier hinten stimmt es ja dann. Hier habe ich einen Schweißfehler, den müsst ihr noch ausbessern. Das muss man jetzt einfach ein bisschen verschleifen. Dann funktioniert es auch. Und die hintere Seite, da wo ich sie nicht gefilmt habe, da ist schöner gelaufen. Ja, liegt vor allem auch, dass das Material eben schon wärmer war. Genau, da ist dann schöner aufgeschmolzen. So, das Ganze müssen wir jetzt nach dem Schweiß natürlich richten. Das ist ja natürlich jetzt aufgebogen. Wir machen jetzt Folgendes. Also entweder ich kann es eben in der Presse drücken, habe ich aber keine. Ich mache jetzt Folgendes, ich mache hier zwei Gegenschweißungen eben dazu mit 100 Ampere. Mit einer sogenannten Anwärmelektrode fahre ich da zweimal rüber. Wer das eben nicht hat, nimmt eine ganz normale Elektrode mit 100 Ampere und macht hier zwei Schweißungen und flext es eben dann weg. Jetzt zeige ich euch die Methode der Gegenschweißung. Das ist ziemlich einfach. Nehmt euch ein Lineal oder einen anderen Gegenstand, wo ihr wisst, dass er gerade ist. Jetzt lege ich es mal drauf. Und jetzt schauen wir, wo der Punkt ist. Und der ist ungefähr hier. So. Ja, genau. So, in diesem Bereich, wo es mir jetzt anzeichnet, da mache ich jetzt eine Schweißung. Da werde ich mit 80 Ampere einfach jetzt so eine Raupe ziehen und dann anschließend wieder wegschleifen. Damit ich mich ein bisschen besser orientieren kann, lege ich jetzt hier einfach so ein Blech hin, damit ich eine bisschen Bahn habe, wo ich mich orientieren kann. Schauen wir uns das Ergebnis nach der Gegenschweißung an. Das Wegschleifen, das habe ich jetzt rausgelassen, das glaube ich kann sich jeder vorstellen. Ich nehme jetzt ein Lineal und hebe es jetzt mal drauf. Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? Also der Buckel, der wo hier vorher war, der ist jetzt heraus. Der Winkel ist jetzt wieder gerade. Und so könnt ihr geschweißte Teile eben richten. Wenn ihr eben keinen Schweißbrenner oder eben keine Presse habt, dann zeichnet ihr euch das an und macht die Gegenschweißung und schleift das einfach wieder weg. Jetzt kommen wir zum besten Teil von meinem Video, dem Schluss. Ich bedanke mich wieder fürs Einschalten und wie immer an dieser Stelle würde ich mich sehr über Kommentare freuen. Lasst mir noch ein bisschen Feedback da, was hat euch gefallen, was kann man besser machen, war auch alles verständlich. Darüber freue ich mich sehr und ihr unterstützt mich damit ein bisschen. Ich wünsche euch jetzt noch einen sehr schönen Abend, macht es gut, bis zum nächsten Video. Pfiat euch!